Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Sascha und Luca. Luca ist ganz schüchtern. Komm mal. Das ist unser noch nicht Azubi, aber bald. Und mein Abteilungsleiter Tosai. Viele, die hier in der Anlage waren, kennen ihn wahrscheinlich schon. Und gerade Abi gemacht. Und völlig fischverrückt. Warst du auch so fischverrückt in dem Alter? Ja. Also, genau die Jungs braucht man. Also, wir haben unsere 10-12er und 12-15er, die wir irgendwann im Mai in die Aufzucht gegeben haben. Und das waren wirklich, das waren solche Fingerlinge, zumindest die 10-12er. Die haben wir jetzt weiter großgezogen, haben sie jetzt in 5000 Liter Becken umgesetzt bei 6, 27 Grad. Unter tollen Wachstumsbedingungen weitergezogen, zum Teil Number One gefüttert, aber auch, weil wir kein Number One mehr hatten, sind wir auf die Nummer 3 umgestiegen. Und ich muss sagen, mir hat es jeden Tag eine Riesenfreude bereitet, dort reinzugucken. Und so, wenn ich mal ein Wochenende nicht da war, montags dann wieder reinzugucken, man hat wirklich gedacht, dass die explodieren. Wir werden sie jetzt nicht mehr mit 10-12 und 12-15 mit 10-12 und 12-15 zusammen, nimm mal die Kamera auf die Hand, sondern getrennt vorstellen, sondern nach Varietäten. Wir haben es ja ziemlich runtergedünnt, man darf nicht vergessen, wir haben irgendwann mal mit 300 Koi angefangen und das sind jetzt, glaube ich, so um die 20, 25, was wir noch haben. Und jetzt erschrecken Sie wahrscheinlich, weil das richtige, abnormale Bretter sind. Und diese Woche kommt nochmal Kodokonishi und da freue ich mich dann drauf, ihm die zu präsentieren, vorzustellen und bin gespannt, was er sagt. Wer ist der geilste Tategoi ist? Heute fangen wir mal mit Kuchaku an. Ich setze jetzt mal rüber. Komm mal hier, Kleiner. So. Und die Größen sind jetzt auch mega interessant. Bin gespannt, ob sie schon über 40 sind. Beim letzten Mal waren sie dann so um die 35, die größten beim letzten Block, den wir gezeigt haben. Und wir sehen hier ganz klar zwei Top-Favoriten. Das ist er hier, das ist er von allen. Einer meiner Lieblinge, ein normaler Kuchaku und hier noch ein Beni Kuchaku. Die können beide was. Hinten nachhängen tut er hier. Das kickt mich jetzt momentan im Vergleich natürlich zu den anderen nicht mehr ganz so arg, aber immer noch ein guter Koi, kann man nichts sagen. Fangen wir mit dem Kleinsten an. Der kam, glaube ich, aus der 10-12er Gruppe und hat jetzt immerhin 35 cm seit Mai. Also das sind rund, sagen wir mal, gehen wir für uns vom Besten aus, sind 25 cm, was der gemacht hat in 3 Monaten. Da würde ich mal sagen, kann man nichts drüber sagen. Wenn wir jetzt sagen, der war 15 cm, der hat heute 44 cm, also der hat 29 cm in 3 Monaten gemacht. Und das ist nicht zuletzt dem Kuchaku-Blut geschuldet. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du hier nochmal drauf filmst, da war der Grund, warum Makoto sich von ihm getrennt hat, waren diese 4 Schuppen, die einfach dunkler waren, aber die gleichen sich jetzt irgendwie der normalen Mame an. Er hat eine geile Zeichnung, hat eine tolle Farbqualität, Marusome Kiwa, ja, also folgt der äußeren Kante der Schuppe, hat einen tollen Glanz, tollen Body, also den werden wir auf jeden Fall auf 80 cm und mehr bekommen. Und wenn ich jetzt mal rein nach dem Tachi-Tachi gehe, ob irgendwas rau ist, dann kann ich bei den 4 durch die Bank sagen, dass sie definitiv, zumindest jetzt, Stand jetzt, weiblich sind. Aber es ist jetzt auch nicht die ideale Jahreszeit. Also, und hier der zweite, der müsste um die 40 haben, 38 wahrscheinlich, 37. Also die Kuchaku sind einwandfrei. Wenn ich auch mit 2 Stück weitermachen würde, dann nur mit denen hier. Das sind so die 2, die wir wirklich gerne haben. Als nächstes in dem Block machen wir die Kumon Ryu und Beni Kumon Ryu. Da ist ja von der Schönheit her, ich hoffe jetzt wirklich, ich hoffe, dass er jetzt das sind nur die beiden, gell? Ne, hier noch einer. Das war's, das ist Deutsch-Giro. So, das ist halt mein absoluter Favorite und ich erkläre es ja immer wieder. Die guten Kumon Ryu haben Nibanhi und schauen sich mal das Schwarz an, wie geil das performt. Und es ist unverändert, also es kam da wirklich nichts hinzu. Der ist
seit Monaten gleich, Nibbani ein bisschen mehr geworden. Und das ist einer ohne Nibbani, also oben, unten, rechts, links, alles weiß bzw. schwarz. Er hat natürlich ohne Zweifel den besseren Körper. Sag, dass du weiblich bist. Er hat ohne Zweifel der bessere Körper, aber er hat die bessere Qualität. Er könnte wirklich Weibchen sein. Und du? Auch Weibchen? Mhm. Also zumindest deutet sich gerade nichts an. Und auch hier. So. In den beiden ist Karashi-Blut drin, in dem hier nicht. Der Schwarz tritt auf der Stelle, was aber auch nicht schlimm ist. Wenn Kumon Ryu allzu schnell schwarz werden, neigen sie auch mal dazu, dass sie komplett schwarz werden. Er hier ist ein absoluter Traum. Körper ist trotz allem sehr gut. Also ich traue ihm auch 80 cm zu über die Jahre. Auf jeden Fall wird er jetzt mal hier bleiben. Wird auch nicht verkauft. Und er hat, darf man auch nicht vergessen, hat 36 cm. Der Beni Kumon Ryu hat auch 36 cm. Und der normale Kumon Ryu, der Typ Nibbani brauche ich nicht. Das war so Schwächlinge. Der hat 39 cm. Also alle drei wirklich nach wie vor top. Und darf man nicht vergessen, das sind alles Koi, deutlich aus der unter 100-Euro-Klasse. Das ist schon richtig krass. Und dann machen wir hier heute noch Goschki dazu. Da haben wir hier einen. Da ist noch einer da unten. Haben hier einen. Und haben den hier. Das ist Koromo. Das ist auch Koromo. Yep. Die drei. Und von der Art alle drei verschieden. Er ist natürlich vom Körper wirklich hinterher. Kann man anders nicht sagen. Zeigt aber nicht, dass er männlich ist. Er auch nicht. Doch, der ist eindeutig rau. Schade. Auch einer der ganz geilen Koi. Also unter den Top 5 von allen. Der hier scheint... Ah, könnte auch männlich sein. Spielt aber keine Rolle. Wir ziehen jetzt auch Männer groß. Er hat ein bisschen gebogene Brustflossen. Von ihm ist die Qualität ein Oberhammer. Ich habe letztens einen Blog gemacht, dass es manchmal Goschki gibt. Oder der kommt, glaube ich, nach dem Blog, dass es manchmal Goschki gibt, die ein Leben lang aussehen wie Kohaku und andere, die dann irgendwann anfangen, das Indigo zu schieben. Er ist der Typ, Indigo auf weißer Haut und auf roter Zeichnung. Und als solcher Wahnsinnswachstumspotenzial. Und er ist der, wo das, also er hat jetzt auf dem Rot wirklich nur ganz wenig, da muss man noch abwarten, wo das Rot häufig dann vom Indigo verschont bleibt. Jetzt messen wir mal. Ein kleiner. Er hat trotzdem 29 cm, was mal grundsätzlich kein schlechtes Wachstum ist, aber von der Sache her den anderen natürlich hinterherhängt. Er hat 38 und er hat auch 38. Und wenn ich jetzt die beide anschaue, die haben in etwa einen gleich starken Körper, nur eine andere Körperstruktur. Und man darf da auch nie vergessen, dass ein heller Koi anders wirkt als ein... Oh jetzt, das ist Wahnsinn. Vorher hat man noch nichts raus hier vorne gespürt. Aber jetzt durch den Stress, was er da ein bisschen hat, zeigt das wirklich, er könnte weiblich sein. Und man darf nicht vergessen, das, was ich gerade sagen wollte, eine dunkle Zeichnung macht aus dem gleichen Körper was anderes, wie wenn ich den gleichen Körper habe und eine helle Zeichnung drauf habe. Also, auch die drei, top. Nur der eine ein bisschen kleiner. Und jetzt brauchen wir aber, glaube ich, sind so der andere, der zweite Block sehr viel länger. Dann machen wir noch die. Was machen wir noch? Goromo. Da haben wir nicht so viele. So. Und jetzt zeigen sie wirklich ihr Geschlecht. Bislang war das alles wirklich relativ schwierig, weil wir sie die ganze Zeit unter konstanten Temperaturen in der Aufzucht hatten. Und wenn ich jetzt anfasse, ganz eindeutig männlich. Und du, sag du bitte, dass du weiblich bist. Der müsste weiblich sein und der ist ganz eindeutig männlich. Die beiden haben am stärksten und am Kunstlicht gelitten. Ja. Hat auch einen relativ einfachen Grund, weil die natürlich aus dem Karashi Kohaku in Kombination mit anderen Karashi-Varietäten
wurden die rausgezüchtet. Das ist im Prinzip eine Neuzüchtung. Das ist kein typischer Goromo, wie man ihn kennt. Und von daher ist das Rot nicht so kräftig und nicht so stabil, wie wir das bei Rhein Gosanke kennen. Und darum haben die hier unter dem Kunstlicht auch stärker gelitten. Er ein bisschen mehr als er. Das haben wir schon mal gebracht. Er hat auch so einen ganz leicht aufstehenden Kiemendeckel. Und ja, also er hier ist ein toller Tategoi. Er ist gut. Und nur ist im letzten Entwicklungsschritt das Rot etwas heller geworden. Und dann würde ich es... Bitte? Ah, Größe noch, Luca. Ist der Karashi Blue drin. Und schwuppdiwupp, auch 38 cm. Also auch beide sehr geil. So, dann für diesen Block. Vielen Dank. Im nächsten Block schauen wir uns dann die Ojibwas an. Wir schauen uns die, wo die Mama 1,5 Meter ist, die Mukashis an, Deutschoba und alles andere, was wir hier noch drin haben. Ojibwa-Varianten. Und ich bin auf jeden Fall erstmal sehr zufrieden. Vielen Dank, bis dann und ciao.